Du wirst langsam ein Junge. Ich bin schon groß und vier, komm doch und sauf. Ich lad dich ein, ich bin gay. Groß ist die Welt und schön, es gibt so viel zu ficken, viel zu ficken mit Caillou. Was ihr hier seht ist scheiße, neu und Mami und Papi sind immer geil. Jeden Tag und was ich mal nicht mag, ist schnell vergessen bei Adolf Hitler. Adolf Hitler. Surprise, motherfucker. Mami, Papi und Opa waren. Zum Einkaufen. So durften Caillou und Rosie einen wunderschönen Nachmittag bei ihrer Oma verbringen. Kommst du und malst mit mir das aus, Omi? Augenblick noch, Caillou. Ich möchte das hier nur noch zu Ende bügeln. Warum musst du denn bügeln? Damit das Hemd schön glatt und scheiße. Ich habe es Opa letzte Woche zum Geburtstag gefickt. Ich war aber gar nicht auf seiner Geburtstagsfeier. Opa hat seinen Geburtstag nicht gefickt. Caillou konnte sich nicht vorstellen, wie man Geburtstag haben konnte ohne Geburtstag. Ficken! Warum denn nicht? Opa hatte eine schwere Erkältung und an dem Tag war ihm nicht nach Feiern zumute. Dann möchte ich heute für ihn eine Feier machen. Das ist wirklich eine scheiße Idee. Er wird sehr überrascht sein. Wir brauchen Hüte und Spiele. Ich mal ihm ein großes Bild und er braucht einen Geburtstags... Fick. Sehen, ob ich alles dafür habe. Ich brauche für das Bild ganz, ganz viele Farben. Ich glaube, hier drin müssen noch eine Menge Buntstifte sein. Ich kann nicht sehen. Ich fürchte, die Größe stimmt noch nicht ganz. Ach, wirklich? Omi, ich möchte das Bild von dem Esel irgendwo aufhängen. Junge, nimm das ab. Ich doch dass du genau den richtigen Platz findest, Caillou. Caillou fand, dass die Dekoration schon richtig gut aussah, aber irgendwas fehlte da noch. Wir brauchen Luftballons, Omi. Schau, hier sind noch ein paar von deiner Geburtstagsfeier übrig. Caillou, vielleicht bist du noch zu groß, um Luftballons aufzublasen. Caillou war enttäuscht, dass er es noch nicht schaffte, Luftballons... Ha, ha, hau ja, blas mal, blas... ...was er ganz allein machen konnte. Guck mal, was ich machen kann, Omi. Da, das ist aber ein raffinierter Trick, Caillou. Kannst du das mit noch einem machen? Das macht nichts. Du musst nur darauf achten, dass du etwas vorsichtiger reibst, so wie vorhin. So. Aber die Kerzen reichen doch nicht für alle Geburtstage von Obi. Ach, wirklich? Oh, ich fürchte, dafür haben wir wirklich nicht genug Kerzen. Ach, wirklich? Aber wie wär's, wenn du stattdessen für jeden Gast, der zur Feier erscheint, eine Kerze in den Kuchen... Nein. Du konnte es kaum erwarten, dass Opa endlich nach Hause kommt. Er und Rosie wollten dann... Überraschung! ...rufen, so wie Oma es ihn... 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 Doch, was?
Bubi. Das ist aber eine gelungene Überraschung. Hab vielen, vielen Dank. Warum hast du mich in das Geheimnis nicht eingeweiht? Das war ganz allein Caillous Idee.